Hallo zusammen. Auf unserer Fahrt durch Oberschwaben wollen wir noch einen Stopp einlegen, und zwar in Heiligkreuztal. Warum gerade dort, werdet ihr gleich erfahren. Wir verlassen den Stellplatz in Bad Buchau, aber erst müssen wir noch entsorgen. Bei Ertingen queren wir die Bahnlinie im Donautal. Und dann geht es über die noch junge Donau. Wir folgen den Schildern zu der Firma Häusler. Am hinteren Ende des Parkplatzes bietet die Firma Häusler 4 Stellplätze für Wohnmobile an. Außer Müllentsorgung ist hier alles vorhanden. Eine Stromsäule. Und gleich nebenan am PKW-Parkplatz Ver- und Entsorgung. Wir sind hier am Backdorf der Firma Häusler in Heiligkreuztal und hier können 4 Wohnmobile übernachten gegen eine Gebühr von 5 Euro. Bezahlen kann man im Backdorf. Wenn das Backdorf geschlossen ist, kann man die 5 Euro hier in das Edelstahlrohr einwerfen. Die Firma Häusler stellt Backöfen, Knet- und Nudelmaschinen her. Im Backdorf kann man das alles besichtigen und auch Zubehör kaufen. An manchen Tagen finden hier Gerätevorführungen rund ums Backen statt. Da wir unser Brot meist selber backen, hat uns das natürlich interessiert. Oh, da passt was rein. Jetzt wollen wir uns aber auch noch die Umgebung anschauen. Heiligkreuztal liegt nur etwa 3 Kilometer von der Donau entfernt. So weit wollen wir aber heute nicht gehen. Und 500 Meter von der Firma Häusler entfernt ist das Kloster Heiligkreuztal. Da schauen wir jetzt mal rüber. Das Kloster Heiligkreuztal ist eine ehemalige
Zisterzienserinnenabtei, gegründet im Jahr 1227. Es ist eine der am besten erhaltenen Klosteranlagen in Oberschwaben. Heute beherbergt es eine katholische Bildungsstätte. Außerhalb der Klostermauer wurden Seen angelegt, die das Wasser für die Mühle lieferten. Der Klostergarten innerhalb der Klostermauer wird auch heute noch liebevoll gepflegt. Auch im nahen Wald wurden Seen für die Mühle angelegt. Und hier finden wir auch wieder Spuren von Bibern. Wir werden noch eine Nacht in Heiligkreuztal verbringen und morgen geht es dann wieder nach Hause. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Wenn ihr unsere nächste Reise nicht verpassen wollt, abonniert am besten unseren Kanal. Bis dann, Renate und Bruno.